Und wir machen weiter mit Katascha, die wir vorziehen. Katharina Nokun stellt aus ihrem neuen Buch vor oder aus ihrem ersten Buch, glaube ich sogar. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Mein Name ist Katharina Nokun und das ist tatsächlich mein erstes Buch, das ich geschrieben habe. Und von daher freut es mich ganz herzlich, etwas davon euch mitteilen zu können. Zunächst einmal, wer bin ich? Mein Name ist Katharina Nokun, ich habe einen Blog. Momentan schreibe ich da hauptsächlich über die AfD, weil die mich ziemlich ankotzt. Findet man unter katascha.de. Auf Twitter bin ich als Katascha zu finden und ich habe eine zweiwöchentliche Kolumne im Handelsblatt, hauptsächlich zu digitalen Themen, morgen beispielsweise zu Upload-Filtern, die wir alle ganz, ganz doll lieb haben. Und ich engagiere mich auch ehrenamtlich in ganz vielen Initiativen, bin beispielsweise im Beirat vom Whistleblower-Netzwerk e.V. Wir würden natürlich niemals so etwas machen wie deutschen Edward Snowden dazu aufrufen, endlich mal auszupacken, was die deutschen Geheimdienste machen, bieten aber tatsächlich auch ein Netzwerk von Expertise und Rechtsschutz für betroffene Whistleblower an. Das sind nicht nur Menschen, die etwas über Geheimdienste berichten, das sind zum Beispiel auch Altenpflegerinnen, die ganz, ganz große Missstände enthüllt haben. Das sind beispielsweise Lkw-Fahrer, die Gammelfleisch Skandale enthüllen. Also auch zum Verständnis hier, Whistleblower, das kann jeder von uns sein, wenn er eben einen Missstand von öffentlichem Interesse ans Licht bringt. Ja, und die letzten Jahre war ich viel damit beschäftigt, vor dem Bundestag Demonstrationen anzumelden, unter anderem für Campact e.V., da habe ich 2 Jahre lang alle Kampagnen zu digitalen Bürgerrechtsthemen geleitet. Ich war auch mal politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und habe für den Verbraucherzentrale Bundesverband in der Abteilung gearbeitet, die Google und Facebook so ins Visier nehmen. Das war für mich auch ein Grund, mein Studium erst Jahre später abzuschließen. Ja, und ich habe ein Buch geschrieben. Und dieses Buch setzt sich, wie kann es anders sein, mit dem Thema Datenschutz auseinander. Und das Ganze hat mich schon ziemlich umgetrieben die letzten Jahre. Und für mich gab es aber im letzten Jahr so einen Moment, wo ich dachte, jetzt reicht's. Das ist so für mich der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Und zwar habe ich einer Freundin ohne bösen Willen zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt fürs Wabali Spa. Ich weiß nicht, wer kennt das? Das ist so ein Saunatempel hier in Berlin am Bahnhof. Ja, wer war schon mal da? Ja, Wabali. Genau, waren schon mal einige da. Ja, ich war auch da, war sehr schön. Und als wir uns dann abends wieder umgezogen haben in der Umkleide, habe ich dann so an die Decke geguckt und habe dann so einen kleinen schwarzen Kasten gesehen und dachte so, sieht aus wie eine Kamera. Ja, aber kann doch nicht sein, das ist hier eine Umkleidekabine. Gucke ich so nach links, auch wieder so ein Kasten. Gucke ich nach hinten. Ja geil, aus 3 Perspektiven bin ich abgefilmt worden offensichtlich und dann gucke ich so an den Eingangsbereich, tatsächlich, da ist ein Hinweisschild, auf dem steht, dieser Bereich wird aus Sicherheitsgründen videoüberwacht. Eine Umkleidekabine, wo die Leute sich nackt ausziehen, wohlgemerkt in einem Saunabereich, der textilfrei ist, wo aber natürlich die Ansage ist, absolutes Handy- und Filmverbot, weil nur weil ich ja nackt in der Sauna bin, heißt es ja nicht, dass ich sonst Exhibitionist bin oder davon irgendwie Videos im Internet finden will. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und war ziemlich verstört, war dann doch nicht so das geile Geburtstagsgeschenk, das man jemandem so schenken sollte und habe am nächsten Tag natürlich, wie es so meine Art ist, beim Wabali-Spa angerufen und da wollte natürlich sofort den Geschäftsführer sprechen. Habe den auch drangekriegt, interessanterweise, und hatte dann ein sehr interessantes Gespräch, an dem ich euch jetzt teilhaben lassen möchte. Ein erstes Telefongespräch mit dem Saunabetreiber verlief wenig erfreulich. Selbstverständlich beteuerte man, die Aufnahmen würden nach wenigen Stunden gelöscht und nur abgerufen, wenn es zu einer Straftat gekommen sei. Die Frage, ob bei einem einfachen Handtaschendiebstahl dann ein Haufen Polizisten sich Nacktbilder von mir ansehen dürfe, musste der Mann am Telefon dann trotzdem mit Ja beantworten. Wie viele Mitarbeiter Zugriff auf die Aufnahmen haben und ob es Kontrollen gibt, damit sich niemand die Filme als Abendunterhaltung kopieren kann, fragte ich dann gar nicht mehr. Denn bereits nach meinem Hinweis, dass es schwerlich mit dem Jugendschutzrecht vereinbar sei, sogar Minderjährige nackt abzufilmen, wurde mein Gegenüber recht ungehalten.
Der Saunabetreiber erklärte mir, die Überwachung sei nun einmal wegen der großen Zahl aufgebrochener Schließfächer notwendig. Auf meine Nachfrage hin, wie viele Einbrüche es in der Filiale denn vor Einbau der Kameras gegeben hätte, wurde er jedoch einsilbig. Das könne man gar nicht so genau sagen, sagte er. Schließlich seien die Kameras von Anfang an da gewesen. Ja, und da dachte ich mir, wenn ich als Datenschützer so einfach in eine Situation kommen kann, dass jemand aus drei Perspektiven Nacktaufnahmen von mir erstellt, als Datenschützerin, ja, wie viel mehr muss es da eigentlich noch geben, was ich über mich wissen sollte, was ihr über euch wissen solltet, was für Datenspuren man so hinterlässt. Und deshalb habe ich mich entschlossen, mich einmal gezielt auf so eine kleine Schnitzeljagd zu machen. Und wie das bei der Schnitzeljagd so ist, ist die nur lustig, wenn man vorher eine ordentliche Spur auslegt. Und als Datenschützer dachte ich mir, es ist mäßig spannend, meine Daten abzufragen, weil meine Datenspur vielleicht nicht so detailliert ist. Also habe ich auch mein Konsum- und Nutzungsverhalten für einen gewissen Zeitraum umgestellt und habe einmal ein Experiment gewagt. Das heißt, ich hinterlasse bei einem Unternehmen oder in einem bestimmten Bereich eine Datenspur und gucke mir das dann nachher mal gezielt an und herauszufinden, was wissen die eigentlich über mich. Und der erste Stopp meiner Reise war meine Deutschlandcard. Denn bei meinem Edeka um die Ecke wäre ich immer gefragt, sammeln Sie Punkte? Und ich sage dann immer, nee, natürlich nicht oder nein, danke oder ich bin noch nicht bescheuert. Und dann gucken die Leute immer so interessiert, ne? Müsst ihr mal machen. Und also, was habe ich gemacht? Ich gehe erstmal ins Internet und schieße mir so eine Deutschlandkarte. Jetzt kann ich endlich mit im Club sein, endlich kann ich Ja sagen, wenn ich gefragt werde und kann mit dazugehören. Und mit dieser Deutschlandkarte, die kriegt man dann ein paar Tage später zugeschickt, bin ich dann einkaufen gegangen zum Edeka bei mir in der Gegend und habe für ungefähr 50 Euro wahllos Sachen in den Einkaufskorb geworfen. Beispielsweise, was man so braucht, ne? Irgendwie Anti-Stress-Tabletten, Shampoo gegen Haarausfall, Jägermeister, alkoholfreien Kaffee, Tütensalat, Zahnpflege für Raucher, ja, das billigste Hackfleisch auf jeden Fall. Und so allerhand Sachen, die man, wenn man ehrlich ist, schon mal irgendwann mal in seinem Einkaufskorb so vielleicht hatte oder jemanden kennt, der das macht. Und dann habe ich eine Anfrage gestellt, denn wenn man bei der Deutschlandcard sich online einwählt, kann man zwar sehen, wie viele Punkte habe ich gesammelt, das ist ja von großem Interesse für uns alle, aber man sieht gar nicht, wofür habe ich die Punkte bekommen. Man sieht nur, sie haben für so und so viel Euro bei Edeka eingekauft. Ja, weiß ich natürlich längst, interessiert mich nicht. Also habe ich da angefragt und gesagt, so ja, nach Bundesdatenschutzgesetz gilt, ich habe das Recht, eine kostenlose Kopie von meinem Datensatz zu bekommen, von allem, was sie über mich gespeichert haben. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis sie das verstanden haben und haben mir dann aber irgendwann so eine Liste zugeschickt, auch auf Papier. Und da habe ich dann gesehen, wie das eigentlich so im Backend aussieht, wenn ich mal so einen Einkauf mache. Also beispielsweise sieht man dann hier, wie teuer das war. Hier sieht man, wofür ich quasi Punkte bekommen habe. Beispielsweise sieht man, das ist ganz interessant für Zeitschriften. Also ich habe mir natürlich dann auch ein Geo mit dem Schwerpunkt Stress in Beziehungen und wie komme ich mit meinen Problemen klar gekauft und dafür gibt es beispielsweise keine Punkte. Das ist aber trotzdem dann in der Datenauskunft interessanterweise gespeichert und ich habe sogar Punkte für meinen Jägermeister bekommen. Das fand ich auch sehr interessant als Anreizsystem. So, mit so einer Abfrage kann man sich natürlich denken, ja gut, dann sieht man halt, dass Katha das billige Hackfleisch kauft, haben wir uns schon vorher so gedacht, aber ich habe mich gefragt, was kann eigentlich ein unbeteiligter Dritter aus so einer Datenauskunft über mich rausfinden? Also bin ich mit dieser Liste zu einer Psychologin gegangen und habe sie gefragt, sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Mensch, der sowas kauft, ne? Und sie hat mir dann so eine kleine Analyse geschrieben, natürlich mit dem Disclaimer, das ist nur eine Momentaufnahme, so genau kann man das nicht sagen. Wenn ich so ein Datennetz von einem Jahr hätte, wäre es viel detaillierter, aber hör mal zu. Außer im Tütensalat enthält der Warenkorb keine frischen Produkte. Die Person scheint ungesund zu leben, versucht aber durch gezielte Käufe das eigene schlechte Gewissen zu beruhigen. Der koffeinfreie Kaffeetütensalat oder das natürliche Süßungsmittel Stevia können als Versuch verstanden werden, den ungesunden Lebenswandel zu kompensieren. Und da muss ich sagen, sie hat recht. Um mehr Gewinn mit dieser Person machen zu können, sollte die psychische Labilität genutzt werden. Damit meint sie offensichtlich meinen Einkauf von stressreduzierenden Tabletten und Einschlaftee.
Die innere Zerrissenheit der Kundin sollte aufrechterhalten werden. Auch Selbstzweifeln in Bezug auf Gesundheit und Aussehen lässt sich bei Frauen besonders gut Profit schlagen. Dazu können beispielsweise Newsletter versendet werden mit Angeboten wie Jägermeister im Doppelpack und Produkten, die Gesundheit und Glück versprechen. Und interessanterweise gibt es in den USA schon Fälle, die zeigen, wie weit eigentlich so Datenauskünfte oder so Datenanalysen von Einkaufsdatensätzen und Rabattmarken gehen können. Also es gibt da diesen berühmten, viel zitierten Fall von dem Target-Supermarkt in den USA. Das ist eine Kette. Da gab es mal den Vorfall, dass ein wütender Vater angerufen hat beim Manager des lokalen Target-Supermarkts und meinte, was fällt Ihnen eigentlich ein? Meine Tochter, meine minderjährige Tochter, hat von Ihnen Rabattcoupons für Babyklamotten bekommen, ja, und Babynahrung. Sie ist minderjährig. Wollen Sie sie zu vorehelichem Sex verführen? Und der Manager meinte so, ja, tut mir leid, da muss ein Fehler in der Datenbank sein, bereinigen wir. Ja, ein paar Wochen später ruft der Vater wieder an und sagt so, ja, ich muss mich entschuldigen, in meinem Haus sind Dinge vorgefallen, von denen wusste ich nichts. Meine Tochter ist schwanger. Und da haben sich Journalisten mal angeguckt, wie kann es sein, dass das System das wusste, noch bevor der Vater das wusste. Und man sah es auch wirklich nicht, dass das Mädchen schwanger war. Und zwar ist es so, dass man per Massendatenanalyse mittlerweile sehr genau sagen kann, wann eine Frau glaubt, schwanger zu sein. Und zwar, wenn Frauen glauben, schwanger zu sein, dann steigen sie von parfümierten Cremes um auf unparfümierte Cremes und eher so Naturprodukte. Und stellen ihre Ernährung ein bisschen um, holen mehr Wattepads, vielleicht so eine große Tragetasche, wo Babyklamotten reinpassen. Und das heißt, aus solchen Datenanalysen kann man nicht nur sagen, wann jemand schwanger ist, sondern vielleicht auch andere gesundheitliche Probleme ableiten. Also von daher, ich habe mal ausgerechnet, so für diesen Einkauf hätte ich 26 Cent Rabatt für ein Kürbiskochbuch kriegen können. Nachher im Premium-Shop, muss ich sagen, ist es mir nicht ganz wert. Ja, was habe ich als nächstes gemacht? Als nächstes habe ich natürlich weiter nachgedacht, was macht Otto Normalverbraucher? Otto Normalverbraucher ist auf jeden Fall Amazon-Kunde und auf jeden Fall auch erst recht in Berlin, weil man sich mit Amazon Now ja auch Sachen, also kaltes Bier, innerhalb von 2 Stunden vor die Haustür bestellen kann. Und also habe ich auch gesagt, ich werde in diesen nächsten Monaten möglichst viel bei Amazon einkaufen und möglichst viel auch bei Amazon recherchieren. Und dann habe ich natürlich bei Amazon anschließend nachgefragt, hier, Bundesdatenschutzgesetz, kennt ihr vielleicht, schon mal in Kontakt gekommen, ich hätte gern meine Daten. Haben sie mir geschrieben, so ja, wählen Sie sich im Kundenprofil ein, da sehen Sie sie. Dann habe ich wieder zurückgeschrieben, so ja, verarschen kann ich mich selber. Da sehe ich nur einen Bruchteil, also ehrlich. Ich habe denen auch geschrieben, so naja, es gibt folgenden Fall, ich suche etwas auf Amazon, kennt ihr vielleicht alle eine Leiter? Dann sucht man sich, guckt man sich ganz viele Leitern an, dann kriegt man danach eine Woche lang Newsletter von Amazon, kaufen Sie diese Leiter, obwohl man wahrscheinlich schon eine gekauft hat. Das heißt, die müssen ja auch speichern, was man sich angeguckt hat. Und das hat mich interessiert. Also habe ich weiter nachgefragt, ungefähr 4 Monate lang. Und nach 4 Monaten habe ich dann eine verschlüsselte CD bekommen, wo ich dann erstmal suchen musste, wie kann ich diese CD mit einem antiken Datenauslesegerät analysieren. Habe dann auch ein CD-ROM-Laufwerk noch gefunden und habe mir das dann mal angeguckt. Und da fand ich unter anderem eine Datei, wo ich sehen konnte, an welchen Tagen ich zu welcher Uhrzeit, welcher Minute auf eine Werbe-E-Mail von Amazon geklickt habe, wann ich also reagiert habe, auf was ich anspringe. Ich konnte aber auch sehen, was waren meine Suchanfragen in letzter Zeit. Und da hatte ich auch unter anderem so ein paar Testanfragen gemacht, weil ich ja wusste, das ist ein Experiment. Also habe ich Krebs und Krebsheilmittel eingegeben, weil ich wissen wollte, naja, das sind ja schon sensible Daten, gibt es da vielleicht Sonderlöschfristen? Nee, offensichtlich nicht. Solltet ihr wissen, wenn ihr beispielsweise einen Selbsthilferatgeber gegen Depressionen oder sonst irgendwelche Probleme bei Amazon sucht, wird alles in eurem Profil erfasst. Das war ganz spannend, aber jetzt nicht so überraschend. Das einzig Überraschende war dann so eine riesengroße Excel-Tabelle, mit der ich nicht so richtig was anfangen konnte und die ich mir erstmal sehr lange angeguckt habe. Da habe ich festgestellt, okay, da gibt es noch eine zweite Datei, 7 Seiten, wo die einzelnen Tabellen offensichtlich von dieser großen Excel-Tabelle erklärt werden. Und was diese Excel-Tabelle bedeutet, das lese ich euch jetzt vor. Der eigentlich spannende Datensatz ist aber eine große Tabelle mit 50 Spalten und tausenden Zeilen. In einem 7-seitigen Dokument wird die Bedeutung der einzelnen Spalten erläutert.
Nach und nach realisiere ich, dass ich gerade in den 15.365 Zeilen vor mir alle meine bei Amazon in dem ausgewerteten Zeitraum getätigten Klicks sehe. An einem Tag sind das mehr als 100 betrachtete Seiten mit mehr als einem Dutzend Einträge pro Minute gewesen. Zu jedem Klick finden sich bis zu 50 zusätzliche Angaben, wie etwa Uhrzeit, Warenkategorie, Artikelnummer, die davor und danach bei Amazon angesteuerten Webseiten, ob ich etwas in den Warenkorb gelegt habe oder eine Suche getätigt habe, die Webadresse, von der ich auf Amazon gestoßen bin, wie viele Millisekunden mein Browser zum Laden der Seite brauchte, meine Spracheinstellungen, ob ich per PC oder mobil eingeloggt war, in welchem Land ich mich anhand meiner IP-Adresse wahrscheinlich aufgehalten habe und welchen Internetanbieter ich genutzt habe. Ja, und das war dann doch schon so ziemlich creepy, weil wenn man sich überlegt, also auch im Zuge meines Experiments habe ich auch sehr schnell festgestellt, dass man auch als Datenschützer dazu tendiert, das irgendwann auszublenden. Wenn es irgendwann Normalität ist, ich benutze ganz routiniert immer denselben Anbieter, dann tippt man auch irgendwann alles Mögliche da ein. Ne? Und ich habe in meinem Datenprofil dann sehr interessante Sachen gefunden, beispielsweise, dass ich nachts irgendwann mal nach einem mobilen Klimagerät gesucht habe. Und ich dachte so, was? Wie kann das denn sein? Und dann gucke ich so im Internet, so ja, es war der wärmste Tag im letzten Jahr in Berlin und da wird es immer sehr schnell sehr warm in meinem Schlafzimmer und deshalb habe ich um 23 Uhr nachts mit der App dann im Bett gelegen und danach gesucht. Ich konnte aber auch meinen Urlaub anhand dieser Liste nachvollziehen. Ich konnte sehen, wann ich bei meinem Flug zu den Bahamas in Großbritannien umgestiegen bin und weil ich im letzten Jahr auch gependelt bin nach Schleswig-Holstein. Ich habe da eine Volksinitiative gegen CETA geleitet. Da konnte ich auch sehen, wann ich in den Zug gestiegen bin, wann ich mich ins WLAN wo eingewählt habe. Kann man natürlich umgehen, wenn man VPN oder andere Maßnahmen nutzt. In diesem Fall habe ich mich ja ganz bewusst entschieden, ich will Otto-Normalverbraucher sein und habe es nicht getan. So, und anschließend, nachdem ich mir so mein Konsumverhalten angeguckt habe, dachte ich mir, mache ich mal auch, was so gefühlt die Hälfte meines Freundeskreises macht. Ich schaffe mir einen Fitness-Tracker an, um meinen Körper besser kennenzulernen, weil ich muss sagen, ich bin nicht gerade unbedingt die sportlichste Person. Ich arbeite viel am Schreibtisch, sitze viel, bewege mich kaum. Ungesunder Lebenswandel hat die Psychologin bei einem anderen Profil schon ganz gut festgestellt. Also habe ich mir so einen Fitness-Tracker zugelegt, in meinem Fall eine Apple Watch und bin damit so ein paar Wochen durch die Gegend gelaufen, habe mich schön analysieren und durchleuchten lassen und hatte den Plan, danach damit zu meinem Hausarzt zu gehen, damit der mir vielleicht sagen kann, ja, ob es vielleicht Dinge gibt, die ich wissen sollte. Oder auch um zu erfahren, was eigentlich Leute aus so einem Profil rauslesen können, die darauf Zugriff haben. Und was man aus dem Profil so herauslesen konnte, das lese ich euch jetzt wieder anhand eines Ausschnitts aus meinem Buch vor. Obwohl ich einige Funktionen wie die Eingabe meiner Ernährung links liegen lasse, kann sich der Datensatz nach einigen Wochen sehen lassen. Ich habe nun einen sehr guten Überblick darüber, wann ich auf der faulen Haut gelegen habe. Dank der Pulsmessung im 10-Minuten-Takt sehe ich außerdem, wann ich gestresst war. Ein Beziehungsstreit oder eine wichtige Abgabe treibt meinen Puls dabei offensichtlich genauso zuverlässig auf die Spitze wie ein Marathon. Mein Fitnessprotokollant weiß nicht nur, wann ich bis spät in die Nacht unterwegs war, sondern auch, ob ich dort nur herumgestanden oder auch getanzt habe. Wenn ich das Gerät nicht in einschlägigen Situationen abgenommen hätte, könnte die Pulsmessung auch offenbaren, wann ich Sex hatte und vielleicht sogar, ob ich dabei einen Orgasmus hatte oder alles nur gespielt war. Und das finde ich dann doch ganz interessant, weil das vergegenwärtigt man sich gar nicht so, wenn man so einen Tracker trägt. Man hat ja selber einen ganz anderen Fokus. Man möchte wissen, lebe ich gesund, stehe ich? Und diese ganzen Nebenaspekte, die man aber daran auch ablesen kann, fand ich eigentlich viel, viel, viel interessanter, muss ich sagen. Weil eigentlich ist es auch so eine Art Wachheitsprofil. Wenn man noch GPS-Koordinaten und andere Sachen da reinfüttert, dann weiß man auch, wo ich mich wann bewegt habe. Und das Interessante ist, bei meiner Recherche bin ich auch auf ganz interessante Angebote gestoßen, die sich so ein bisschen daran orientieren, was neue Fitness-Tracker können. Denn in meinem Fall war es so, ich habe mir gezielt einen Fitness-Tracker gesucht, bei dem die Daten auf dem Gerät bleiben, bei dem die Daten nicht auf eine externe Datenbank übertragen werden, bei denen die Daten nicht für Werbezwecke oder andere Dinge analysiert werden. Ja, aber es gibt da ganz, ganz viele
ja, windige Geschäftsmodelle oder windige App-Anbieter, die das eben auch zu Geld machen. Und es gibt mittlerweile ganz viele Versicherungen, die gezielt individualisierte Tarife anbieten auf Basis von Datensammlungen. Und ganz besonders interessant fand ich da so beispielsweise den Zahnzusatzversicherer Beam aus den USA. Das ist ein Anbieter, der sagt, ich biete dir einen sehr günstigen Tarif, wenn du meine Zahnbürste benutzt. Und diese Zahnbürste überträgt mir dann immer, wann du wie gründlich deine Zähne putzt. Das bedeutet einerseits natürlich, wer sich gut um seine Zähne kümmert, zahlt dann vielleicht ein bisschen weniger. Das bedeutet aber auch, bei einer Familie, wo das Geld nicht so locker sitzt, dass es dann vielleicht heißt, Kinder, putzt eure Zähne, sonst können wir uns den Familienurlaub nicht leisten, weil die Prämie dann steigt. Und das hat mich dann doch schon ziemlich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert, was gibt es mittlerweile für Modelle in den USA, ist die Rechtslage da auch ganz anders, da dürfen Versicherungen viel mehr machen. Es gibt beispielsweise den Versicherungsanbieter John Hancock, der sagt seinen Versicherten, ja, so eine Apple Watch wolltest du doch schon immer haben, ne? Also ich gebe sie dir für 50 Euro. Und dafür musst du mir aber für eine sehr lange Zeit, insgesamt 2 Jahre, Zugriff auf deine Fitnessdaten geben. Und wenn du dich genug bewegst und 10.000 Punkte im Monat sammelst, dann darfst du die Apple Watch auch für diesen Preis von 50 Euro behalten. Wenn nicht, dann musst du sie nachzahlen. Und das bedeutet, dass dieses komplette Datenprofil, beispielsweise wie viele Schritte man geht, wie lange man schläft, dann eventuell an die Versicherung kommt, was ich dann schon sehr grenzwertig finde. Wie gesagt, kann man daraus ziemlich viel in Erfahrung bringen. Und solche individualisierten Tarife sind ziemlich interessant, weil sie das Solidaritätsprinzip von Versicherungen komplett ja, aushebeln oder aushöhlen, langfristig betrachtet. Und es gibt solche Tarife beispielsweise mittlerweile auch für Autos. Das heißt, man kann sich da so einen intelligenten Kasten, so einen Telematik-Kastentarif ins Auto bauen lassen und dann sagt die Kfz-Versicherung, je nachdem wie du fährst, wie gut du dich verhältst, kriegst du einen anderen Tarif. Das bedeutet beispielsweise, wenn ich ja, immer gut bremse, mich an die Verkehrsgeschwindigkeiten halte, dann zahle ich weniger. Könnte man erstmal sagen, klingt gut. Dann habe ich mir ein paar von diesen Anbietern angeguckt und fand es sehr interessant, was für andere Rabattmöglichkeiten die noch so haben. Es gibt Anbieter, bei denen ist es so, naja, wenn du bei Gefahrenschwerpunkten unterwegs bist, also ja, Baustellen, ja, Unfallschwerpunkte, dann gibt es einen Aufschlag. Wenn du nachts unterwegs bist, gibt es leider auch einen Aufschlag. Wenn du auf der Landstraße nachts unterwegs bist, ja, Pech gehabt, Aufschlag. Und wenn man das alles mal zusammenzählt und sich überlegt, dass man vielleicht in der Gegend wohnt, wo man sich das nicht aussuchen kann, fand ich das aus Gerechtigkeitsperspektive schon schwierig. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass beispielsweise eine Hebamme, bei der wir es gesellschaftlich für wünschenswert halten, dass sie nachts den schnellsten Weg nimmt, auch wenn es vielleicht eine Landstraße ist, dann vielleicht sagen muss, ja, kann ich mir dann sonst nicht leisten, den Tarif, ich nehme mal lieber einen Umweg, dann hat das schon sehr interessante Effekte. Und sowohl bei den Gesundheitstarifen als auch bei den Fahrtarifen kann sich dadurch langfristig so eine ganz interessante Entwicklung einstellen. Denn jeder kennt ja dieses Argument, naja, du musst den Dienst ja nicht nutzen, steht ja jedem frei, lass den anderen doch die Freiheit, solche Tarife zu nutzen, wenn es ihnen Spaß macht, muss es ja nicht selber machen. Muss ich sagen, sich als Ökonomin anders. Denn es gibt so einen Effekt, der nennt sich adverse Selektion im Bereich der Versicherung, der dazu führen kann, dass wenn einmal so ein Tarif eingeführt ist, das langfristig zu Veränderungen für die gesamte Versicherungswirtschaft führen wird. Also hier habe ich mal einen real existierenden Tarif rausgesucht, der nennt sich Better Drive. Da wird gesagt, naja, also wenn du ohne diesen Datentarif unterwegs bist, zahlst du 81 Euro. Wenn du jetzt aber hier deinen Überwachungskasten einbauen lässt und richtig gut fährst, dann zahlst du vielleicht nur 44 Euro, im Durchschnitt 62 Euro und es kann im schlechtesten Fall, wenn du richtig scheiße fährst, kann es nicht schlechter werden als der Basistarif. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir das in einem mehrrundigen Spiel betrachten, dass die guten Risiken, in Anführungsstrichen, die Leute, die besonders vorsichtig fahren, ja doof wären, wenn sie nicht den Überwachungstarif nehmen. Ja? Und wenn wir das in mehreren Runden betrachten, wird das langfristig dazu führen, dass in dem Basistarif eigentlich nur noch die Leute bleiben, die entweder sehr schlecht fahren,
wissen, dass sie aus anderen Gründen nicht Vergünstigungen bekommen werden, oder aber Menschen, die Wert auf ihre Privatsphäre legen. Und das bedeutet langfristig, dass Datenschützer oder Menschen, die Wert auf ihre Privatsphäre legen und sagen, naja, meine Versicherung geht es echt nichts an, wo ich gestern Nacht unterwegs war, dass die langfristig mehr bezahlen. Und es gibt ja auch noch diesen Tarif, dass man sagt, also dieses Argument, dass man sagt, naja, dann kriegen wir ja wenigstens die Raser von der Straße. Also als jemand, der in Charlottenburg wohnt, muss ich sagen, also die Raser bei uns auf der Straße mit ihren dicken Karren, die wird man mit so einem Tarif ganz sicher nicht von der Straße bekommen, denn denen sind die paar Euro egal. Und im Endeffekt ist es eine Transalisierung oder also ein großer Druck, der eher auf arme Bevölkerungsschichten aufgebaut wird. Ja, und zurück zu meiner kleinen Datenreise. Also ich habe mir einmal angeguckt, was können unterschiedliche Firmenbereiche oder Unternehmensbereiche über mich herausfinden, aber natürlich wollte ich mein erstes Kapitel von dem Buch auch nicht beenden, ohne einmal bei dem Staat angeklopft zu haben, denn ich dachte mir, mit meiner Historie gibt es da ja vielleicht auch Dinge, die ich wissen sollte. Also habe ich einen ganz tollen Generator genutzt, der nennt sich datenschmutz.de, kann ich jedem auch nur empfehlen, das einmal zu nutzen, da gebt ihr einmal eure Daten ein und der produziert euch dann ganz viele PDFs mit vorgefertigten Auskunftsersuchen an die Behörden. Und dann geht ihr damit, oder ihr geht einfach zum Bürgeramt und sagt, ich möchte jetzt eine beglaubigte Kopie von meinem Personalausweis haben, kostet auch ein bisschen bei 50 Stück. Ihr müsst auch wahrscheinlich erklären, warum ihr 50 Stück braucht, weil die Leute das meistens ein bisschen verwunderlich finden. Und dann schickt ihr solche Anfragen raus. Und dann ist es so, dass sowohl Polizei als auch Geheimdienste verpflichtet sind, euch Auskunft zu geben, was sie über euch gespeichert haben. Und in meinem Fall war es so, dass ich nicht damit gerechnet hatte, überhaupt irgendetwas zurückzubekommen, weil es gab in den letzten Jahren kein Verfahren, ich habe mich nicht strafbar gemacht, ich habe wirklich eine blütenweiße Weste. Und umso erstaunter war ich dann, als ich einen Brief von der Polizei Köln bekommen habe, in der dann stand, liebe Frau Nokon, tatsächlich, wir haben etwas zu Ihnen in der Datenbank, in der Verbunddatei für Cybercrime, also für Computerkriminalität. Und da ist ein Eintrag, Tatzeit 20.08.2013, Ihnen wird vorgeworfen, Fälschung beweiserheblicher Daten. Ja, ist halt dieser Eintrag. Und das hat mich erstmal verwundert, denn wie gesagt, ich wurde niemals irgendwo vorgeladen, ich musste niemals irgendwo aussagen, ich wusste nicht, dass irgendjemand mir so etwas vorwirft. Und habe dann mal natürlich meine Akte angefordert, ich habe meinen Anwalt gefragt, hey, kannst du da mal anfragen? Und der hat dann eine sehr umfassende Akte zutage gefördert, die dann gezeigt hat, dass im Jahr 2013 mir jemand vorgeworfen hat oder eine Anzeige eingereicht hat gegen mich, weil ich eine Protestseite gegenüber ein Überwachungsgesetz ins Netz gestellt habe. Und zwar ging es damals um die Novelle des Gesetzes zur Bestandsdatenauskunft. Das ist die Gesetzesgrundlage, nach der Polizei und Geheimdienste Bestandsdaten abfragen können. Bestandsdaten sind Daten, die bei unseren Telekommunikationsanbietern liegen. Das können Adresse sein, das kann Telefonnummer sein, das kann E-Mail-Adresse sein oder Bankverbindung. Das kann aber auch ein Passwort im Klartext sein und PIN und PUK. Und wir würden uns alle wünschen, dass kein Telekommunikationsanbieter solche Sachen im Klartext speichern, ist aber so. Und was haben wir gemacht? Wir haben da so eine kleine Internet-Protestseite gemacht, wo wir einmal visualisieren wollten für Otto Normalverbraucher, wie sieht denn so eine Bestandsdatenauskunft aus? Und natürlich haben wir da die Logos von Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und BND mit eingebunden. Und da konnte man dann so eine Passwortabfrage machen oder so eine IP-Adressenabfrage und hat dann per Zufallsgenerator erfundene Daten zurückbekommen. Und diese Satire-Seite, die auch deutlich als Satire gekennzeichnet war, hat dann wohl jemand in den falschen Hals bekommen und eben diese Anzeige geschrieben. Und das Interessante an der Datenauskunft war, dass ich dann aus den Akten sehr deutlich sehen konnte, dass das Oberverwaltungsamt gesagt hat, so ja, wir haben uns das angeguckt, vielen Dank für den Hinweis. Ja, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, wir werden da überhaupt nichts unternehmen, das ist eine total legitime Protestaktion und trotzdem ist trotzdem hatte ich 5 Jahre lang diesen Eintrag in der Datenbank und zwar nicht in irgendeiner Kategorie, sondern Cybercrime, was finde ich schon ziemlich bedrohlich klingt. Und
Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet. Ich könnte jeden aus diesem Raum hier anzeigen, ohne irgendeine Grundlage, ohne irgendwelche Beweise. Einfach nur so. Ich könnte euch alle versuchen, irgendwas anzuhängen. Und wenn der Default ist, dass allein eine Anzeige reicht, dass ihr in eine Datenbank kommt, dann könntet ihr alle einfach, ohne irgendwas verbrochen zu haben, in irgendeiner Datenbank landen. Und das finde ich, ja, rechtlich betrachtet, richtig, richtig scheiße. Das kann man gar nicht anders ausdrücken. Richtig interessant fand ich auch, dass in meiner Akte auch viele handschriftliche Notizen drin waren. Da hat beispielsweise jemand notiert, BAföG-Betrug, Fragezeichen. Ich habe nie in meinem Leben BAföG bekommen. Da hat jemand noch so Fragen handschriftlich zu meinem Aufenthaltstitel, weil ich ja in Polen geboren bin, reingeschrieben. Es war halt wirklich skurril. Also ich muss mir viel Mühe geben, um nicht zu denken, dass jemand da sich viel Mühe gegeben hat, um irgendetwas über mich zu finden, was er mir anhängen kann. Man muss auch sagen, 2013, das war die Zeit, als ich politische Geschäftsführerin war und gerade Wahlkampf war. Und das lässt mich ja schon so ein bisschen an der Neutralität der Behörden zweifeln. Was man bei so einer Datenabfrage bei der Polizei außerdem noch rauskriegt, sind ja alle, also in Berlin zumindest, alle Demos, die man in den letzten 3 Jahren angemeldet hat. Das fand ich auch nochmal ganz interessant zu sehen. Beispielsweise hier mit Reporter ohne Grenzen war auch noch die Aktion gegen das BND-Gesetz. Da war auch nochmal eine Aktion vor dem Willy-Brandt-Haus bei dem Konvent der SPD gegen Vorratsdatenspeicherung. Und ich finde es tatsächlich schwierig, dass die Polizei solche Sachen für 3 Jahre speichert. Denn eigentlich ist es ja unser gutes Recht, sich jederzeit unter freiem Himmel für eine total legitime politische Forderung zu versammeln. Und wenn ich mir überlege, in was für politischen Zeiten wir leben, finde ich das schon schwierig, solche Daten aufzubewahren. Denn was ist denn, wenn man in 3 Jahren vielleicht irgendwann eine rechtsextreme Partei an der Regierung hat und dann in der Datenbank man sehen kann, wer die letzte gegen AfD-Demo angemeldet hat. So, und das war es jetzt von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe euch so ein bisschen aus dem ersten Teil des Buchs erzählt. Im ersten Teil geht es vor allem um Datenabfragen. Im zweiten Teil geht es darum, was man mit diesen Daten eigentlich machen kann. Also das heißt, wie kann ich Menschen damit manipulieren? Und im dritten Teil des Buchs geht es dann darum, wie kommen wir eigentlich aus diesem ganzen Schlamassel wieder raus und was können wir tun? Und ich kann jeden nur raten, unabhängig davon, ob ihr Bock habt, mein Buch zu lesen oder nicht, fragt bei den Diensten, bei denen ihr Kunde seid, die ihr nutzt, an, was für Daten sie über euch speichern. Denn nur wenn ihr wisst, was sie speichern, könnt ihr euch bewusst dafür entscheiden, will ich weiter der Kunde sein, will ich nicht weiter der Kunde sein, will ich Sachen löschen, berichtigen lassen. Denn oft habt ihr auch Falscheinträge. In meinem Fall muss ich sagen, ich habe seitdem bei Amazon kein gutes Gefühl mehr. So, ich werde nicht mehr bei Amazon Sachen bestellen. Ich werde nicht mehr bei Sachen bei Amazon recherchieren. Und wenn ich die Anfrage bei der Polizei auch nicht gemacht hätte, dann hätte ich niemals erfahren, dass ich eben in dieser Cybercrime-Datenbank drin bin und dann wäre dieser Eintrag auch nicht gelöscht worden. Von daher, ihr könnt etwas ändern, ihr könnt selber auch euer Schicksal in die Hand nehmen. Just do it. Es gibt da, wie gesagt, datenschmutz.de als Generator für Polizeibehörden und Geheimdienste und Selbstauskunft.net kann ich empfehlen. Das ist ja ein Portal, wo ihr Auskunft für private Stellen generieren könnt. Vielen Dank. Alles klar. Danke, Katha. Ich glaube, wir machen 2 kurze Fragen, weil wir noch einen Programmpunkt haben, das nicht arg zu spät wird. Und fang mal da hinten an. Das ist vielleicht eine spezielle Frage, aber wo du über Amazon gesprochen hast und meintest, dass du sehen konntest, wo du umgestiegen bist, hast du in dem Zeitraum Amazon quasi überall und ständig benutzt, so, um eine möglichst dicke Spur zu legen? Oder wie kam deine IP beim Umsteigen an einem Bahnhof zu Amazon? Weißt du das? Ja, also in dem Fall war es so, dass ich in Heathrow am Flughafen tatsächlich etwas bei Amazon rausgesucht habe. So, und während der Zeit auf den Bahamas habe ich dort auch etwas rausgesucht. Und von daher hatten sie eben diese Connection. Ne? Man weiß natürlich, also ich bin halt auch immer so ein bisschen vorsichtig, genauso wie bei Geheimdienstdatenbanken weiß man auch bei Unternehmen nicht, ob die einem wirklich alles rausrücken,
was man haben will. Vor allem, wenn ich dann noch im Hinterkopf habe, dass es mich 4 Monate gekostet hat, eigentlich mein gutes Recht wahrzunehmen, frage ich mich da halt auch, sind da vielleicht auch andere Datenbanken, die einfach ja, verknüpfbar wären. Ich würde da nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass sie so etwas nicht auch tracken könnten. Danke. Alles klar, wir haben noch eine. Ja, Katharina, du hattest irgendwie jetzt ganz viele Beispiele genannt, wo das Problem liegt und nur angeteasert, ja, und im letzten Kapitel kommt dann auch die Lösung. Hast du irgendwie vielleicht ein paar Hinweise, ein paar Teaser, die du schon verraten kannst, was die Lösung aus deiner Sicht sein könnte? Ja, also ich habe im letzten Teil, bin ich natürlich auch auf die EU-Datenschutzgrundverordnung eingegangen, was aus meiner Sicht schon eine Verbesserung in weiten Bereichen ist. Also in einigen Bereichen, so als deutscher Bundesbürger, wird leider das Niveau abgesenkt. Aber insgesamt ist es schon vernünftig aus meiner Sicht, dass man insgesamt einen besseren Stand gegenüber Unternehmen hat, die mit unseren Datenschleudern allein, weil höhere Strafen im Raum stehen. Ich fand das war auch nochmal meine Erfahrung aus den letzten Jahren, als ich auch bei der Verbraucherzentrale gearbeitet habe, die sehr frustrierend war. Also man hatte dann auch wirklich Fälle, wo man schwarz auf weiß sagen konnte, da macht sich jemand strafbar, da macht sich auch jemand bewusst strafbar, weil niemand kann mir erzählen, dass Facebook oder Google nicht eine riesen Rechtsabteilung hätten, die ihnen genau sagt, so was geht und was nicht geht. Und wir haben auch vor Gericht Recht bekommen in vielen Fällen, aber im Endeffekt waren das halt alles symbolische Strafen. Also ne, das kann man dann mal in Kauf nehmen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance. Aber es braucht mehr. Also es bräuchte ja auch bei der E-Privacy-Verordnung eine deutlich härtere Gangart. Und darüber hinaus bin ich auch der Meinung, dass man gerade im Online-Bereich viel stärker drauf gucken muss, wann haben eigentlich Unternehmen eine kritische Größe überschritten, die es quasi unmöglich macht, sie zu regulieren oder die ihnen so ein großes Potpourri von Daten aus unterschiedlichen Bereichen gibt, dass es eigentlich, ja, dass man von wirklich monopolartigen Strukturen auch sprechen muss oder einer marktbeherrschenden Stellung in einigen Bereichen. Ich finde, das ist eine Farce nach wie vor zu sagen, Leute hätten eine Wahl, ob sie bestimmte Dienste nutzen oder nicht nutzen. Facebook ist das de facto soziale Netzwerk der Welt so und das wird abgelöst vielleicht durch das nächste de facto soziale Netzwerk der Welt. Und da müssen wir eben drüber reden, wie wir das vernünftig regulieren, beispielsweise durch mehr offene Schnittstellen und so weiter und so fort. Also gerade im Bereich der ja, Regulierung von großen Konzernen sehe ich da ja, große Chancen oder müsste auch viel mehr gemacht werden. Allein, dass Facebook erlaubt wurde, sich mit WhatsApp und Instagram zusammenzugehen, das hätte aus meiner Sicht niemals erlaubt werden sollen. Und es müsste eigentlich auch rückwirkend zumindest bei WhatsApp untersagt werden, weil Facebook ja auch gegen die Auflagen verstoßen hat. Die haben den Datenpool von WhatsApp zusammengelegt mit ihrem Datenpool und das hätten sie überhaupt nicht machen dürfen. Ganz abgesehen davon, was die rechtliche Situation angeht, glaube ich aber auch, dass jeder von uns etwas machen kann. Also jeder kann von uns kann sich bewusst entscheiden, entweder ich nutze andere Dienste oder aber ich spende regelmäßig für Organisationen, die sich für unsere Rechte einsetzen. Denn wenn man sich auch mal die Gesetzgebungsprozesse in den letzten Jahren beim Thema Datenschutz anschaut, dann ist es so, dass es ein unglaubliches Ungleichgewicht von Lobbykräften gibt. Also hatte ich selbst traumatische Erlebnisse, dass wir zu einer Anhörung gegen die Vorratsdatenspeicherung fahren und da ist da ein Unternehmensvertreter, der hält den Anwesenden eine Präsentation über eine Lösung, wie man die Vorratsdatenspeicherung umsetzen kann. Ja, und das Ganze wurde beworben als ergebnisoffen. Und so etwas darf einfach nicht passieren und so etwas passiert eher nicht, wenn, unsere Stimme durch Organisationen, die uns da vertreten, die für uns dahin fahren, die das für uns im Blick haben, stärker sind. Und ich glaube auch übrigens, dass die Hackerkultur tatsächlich auch nach wie vor einen großen Beitrag dazu leisten kann, Alternativen zu schaffen, die nicht unbedingt auch auf dem Geschäftsmodell basieren können. Also ich habe im vorletzten Kapitel einen Streifzug über den CCC-Kongress geschildert und bei mir war es wirklich so, nach einem Jahr Schreiben war ich schon in einer halbdepressiven Stimmung, weil ich dachte so, ja, das ist so viel Mist, wie will man den in den Griff bekommen, aber da gibt es ja doch schon so viele Beispiele, die zeigen, dass ja eine andere vernetzte Welt möglich ist, wenn man es einfach nur mitmacht, unterstützt und ja nicht zulässt, dass uns die Zukunft von irgendwelchen Geschäftsmodellen diktiert wird, die nicht unbedingt die besten für uns Menschen sind.
Alles klar, vielen Dank.